Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Und zwar fällt ja heute bei mir leider Captive aus, da mein Fraps sich gedacht hat, nehme ich nicht auf. Der Link zu dem, also falls ihr Captive trotzdem sehen wollt, könnt ihr unten in der Videobeschreibung nachschauen. Dort ist der Link zu Codys Folge. Bei ihm wird es sie ganz normal geben. Ich werde seine Folge auch bei mir in der Playlist mit einbinden. Einfach aus dem Grund, damit meine Playlist ebenfalls vollständig bleibt. Und heute ohne Facecam, weil es auch nur ein kurzes Video wird. Ein kleines kurzes Ankündigungsvideo. Ich mache mal hier den Shader eben aus. Sonst sieht man hier gar nichts. Und was ich noch nebenbei ankündigen wollte, ich bin hier momentan auf einem Multiplayer-Server. Und zwar hier oben sieht man es schon, Balayacraft. Von der guten Digitron, der ihr eigener Server. Ich bin einfach mal raufgegangen, habe mir das angeguckt und es hat mir echt gut gefallen. Und hier sind, wie man sieht, immer noch recht wenig Leute drauf. Deshalb, falls ihr mal Interesse habt an so einem kleinen, aber richtig guten Minispiele-Server, wo auch viel Schnickschnacks mit dran ist, sprich, man hat hier sein eigenes Grundstück, kann da bauen, was man will. Am Anfang hat man ein Startgeld von 1500 Balayas, das ist die Währung hier, und ein kleines Grundstück kostet 1000 Balayas. Das ist jetzt so ein kleines Grundstück. Ich werde mir eventuell irgendwann noch ein größeres kaufen für 1500 Balayas. Und um ein bisschen auf dem Server einzugehen, was gibt's hier alles? Es gibt ganz normal Survival Games, es gibt ganz normal Minispiele, die du alleine machen kannst, es gibt keine Ahnung, jede Menge kleine Minispiele, die man auch selber spielen kann oder so komplett alleine, oder Jump'n'Runs, die man alleine oder mit Partnern spielen muss, teilweise sogar. Richtig cool eigentlich. Es gibt hier ein Jobsystem, ich kann es ja mal kurz zeigen, das sind meine Jobs momentan. Slash Jobs Stats. So, das sind meine Jobs, Bergarbeiter, Holzfäller und Gräber, sogar mit richtigen Levelsystemen. Und man verdient Geld mit seinen Arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt Slash Money einfach mal eingebe, dann sieht man hier, ich habe 779 Balayas und 93 Cent. Habe ich mir größtenteils durch meine Jobs verdient. Hier kann man sich die Informationen angucken. Ach komm, Holzfäller, du kriegst für dies und das und jenes, kriegst du so und so viel Erfahrung, so und so viel Balayas, so und so viel Cents. Verlierst aber auch, wenn du wieder was platzierst und pipapo. Ist auf jeden Fall richtig cool gemacht, so mit diesem Jobsystem, dass man aufleveln kann und nicht unbedingt immer Minispiele spielen muss, um an Ingame-Währung zu kommen. Was mir natürlich sehr, 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 sehr gut gefällt. Und ich wollte euch einfach mal diesen kleinen Server hier zeigen. Das ist jetzt so diese Community-Welt, wo alle Leute bauen können, was sie wollen. Und hier sind auch noch jede Menge Grundstücke in meinem Gebiet frei. Also, falls ihr Interesse habt, auch hier auf dem Server zu spielen und vielleicht ein Grundstück bei mir in der Nähe zu haben. Hier, ich zeige euch einmal mein Grundstücksschild SGS 10, falls ihr es findet. Oder ich kann auch einfach mal kurz F3, da seht ihr auch die Koordinaten. Meine Koordinaten sind nämlich 901, sagen wir, minus 965, 100, da könnt ihr hingehen. Und das sind meine Koordinaten. Ich werde die mir auch nochmal aufschreiben, werde die dann in die Videobeschreibung packen, dass ihr dann auch zu mir findet. Falls ihr denn hier so Nachbarn von mir werden wollt, da hinten könnt ihr noch, da hinten, das ist alles noch frei hier hinten. Mein lieber Nachbar hier ist der ChocLP, der wird jetzt auch momentan öfters hier drauf zu finden sein. Ist auf jeden Fall richtig cool. Mir gefällt der Server wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ich bin jetzt hierbei gerade kurz so ein kleines Häuschen, so eine kleine Residenz aufzubauen. Es gibt natürlich auch Regeln auf dem Server, die könnt ihr euch natürlich unter Slash Rules anhören. Das sind alles die Regeln, die man haben muss, und es gibt mehrere Seiten. So, ich gehe jetzt einfach mal Warp Farm. Zack. So, 2 Sekunden, Moment, kurz warten. Zack, bumm, jetzt bin ich in der Farmwelt. Hier kann man sich Rohstoffe farmen für seine Residenz. Und nebenbei natürlich auch noch Geld verdienen. Für die Aufgaben, die man macht, muss man sich alles durchlesen am Anfang. Und ja,
Das war eigentlich auch das Grundlegendste, ne? Dann gibt es ja hier noch diese Balaya-Grundstücke, da war ich ja gerade drauf, Hall of YouTube. Ja, YouTuber kann man hier auch werden. Das ist alles dort erklärt, das werde ich jetzt nicht hier in diesem Video erklären, wie das funktioniert. Das könnt ihr euch ja dann durchlesen, falls ihr hier raufkommt. Jump and Runs sind dann hier. Na, kurz warten, bla bla bla. So, dann springe ich mal kurz zu einem Jump'n'Run. Ich nehme jetzt mal das Baby Mario, das einfachste. Zack. Und hier kann man sich dann auch so nebenbei Geld verdienen. Falls man sich fragt, wofür man das Geld bräuchte. Ganz einfach, man kann sich Items und Ressourcen auch kaufen für Ingame-Währung. Und man kann mit dieser Ingame-Währung bei einer Lotterie teilnehmen. Also man kann pro Tag 2 Tickets kaufen. Und diese Tickets, ja, da nimmt man automatisch an der Lotterie teil. Einmal am Tag wird dann ein Gewinner ausgelost und dieser bekommt dann alles, was er, ja, alles, was da reingesetzt wurde. Finde ich recht cool, dass es so viele Features hier gibt und hier ist auch noch sehr viel im Ausbau. Ich weiß gar nicht, ob die momentan hier auch Bauer und alles und so weiter und so fort suchen. Ja, also wie gesagt, falls ihr Lust habt, hier auf dem Server mal raufzukommen, euch das mal anzugucken. Ja, vielleicht sieht man sich ja dann auch mal hier auf dem Server, weil ich bin in letzter Zeit eventuell ein bisschen öfters hier drauf zu finden. Also falls ihr mich mal hier auch treffen wollt, kein Problem, ich bin öfters mal hier drauf. Aber fragt jetzt bitte nicht, bist du drauf, bist du drauf? Mit Glück trifft ihr mich hier, mit Pech halt nicht. Ja. Das war eigentlich auch das Grundlegendste. Ganz wichtig, ihr müsst ein Passwort am Anfang festlegen. Sprich, ihr müsst euch sozusagen für diesen Server registrieren. Ja. Also auf jeden Fall nicht das Passwort vergessen, denn ihr werdet jedes Mal nach dem Einloggen, werdet ihr nach dieses Passwort gefragt. Ja, ohne diesen Passwort könnt ihr euch halt nicht bewegen. Und ab. Also wie gesagt, falls ihr mal Lust habt, hier auf den Server raufzukommen, kommt gerne vorbei. Der Server hat wirklich, wirklich extrem Potenzial. Und es macht auch wirklich Spaß hier drauf. Denn wie gesagt, dieses Jobsystem, das man hier auflevelt, das finde ich auch so recht cool. Es gibt so ein bisschen dieses RPG-Feeling, finde ich. Ab, ab. Mal gucken, schaffe ich das? Nein, natürlich nicht. Ja, wie gesagt, es gibt hier jede Menge zu entdecken. Ich kann jetzt noch mal kurz /home1. So, jetzt bin ich wieder bei mir zu Hause. Dann können wir jetzt mal über die Uhr, können wir da mal kurz gucken, was gibt's denn hier noch? Votings, ja, man kann hier auch voten. Jedes Mal 20 Uhr, das ist die Lotterie. Freizeitbeschäftigung bei Aircraft. Mal gucken, was denn hier so ist. Freizeitpark, Eventplatz, Skyblock. Skyblock kann man sogar hier spielen. Sehr cool. Mal gucken, ich gehe mal auf Skyblock. Ja. Ich guck's mir jetzt einfach mal an. Willkommen in Skyblock Spawn, bla bla bla. Starterkit für Skyblock. Komm, ich mach's jetzt einfach mal. Einmaliges Starterkit. Okay. Und dann würde ich sagen. So, baue ich mir ein Portal. Das Portal entzündbar mit einem Feuerzeug. Nee, wirklich. Wie komme ich jetzt in die Skyblock Map? Derzeit sind 2 Bewohner online an Skyblock. Okay. Ist dies hier alles Skyblock? Ach nee, Achtung, Monster sind aktiviert. Okay. Sprich, man kann auch sterben. Finde ich sehr, sehr cool gemacht eigentlich. Willkommen bei Skyblock. Ach, okay. Blockshop, Rechtsklick. Okay, man kann sich hier sogar einiges kaufen. Ach, das Ganze ist hier Skyblock oder was? Wow. Wenn das hier alles schon aufgebaut wurde, what the fuck? Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, wie gesagt, das war eigentlich alles, was ich euch zeigen wollte hier. Und wie gesagt, falls ihr Captive trotzdem sehen wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu Codys Video. Und ja, vielleicht sieht man sich bald hier auf dem Server. Und dann würde ich sagen, bis später, euer Stormy. Aus dem kurzen Video wurden eben mal so 10 Minuten.